Ich begrüße alle Zuschauer und auch die Podiumsteilnehmer zum heutigen Webinar. Mein Name ist Kathi Langner. Ich engagiere mich in der Bürgerinitiative 5G Freies Leipzig und Umgebung. Ich bin heute wieder für die Technik zuständig und das zusammen mit Anja Schmidt vom Arbeitskreis Elektrosmog Hamburg und Joachim Weise vom Verein Mobilfunk Oberfranken. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist, wie argumentieren das Bundesamt für Strahlenschutz und die IQNOP. Wer die IQNOP noch nicht kennt, das würde ich gerne mal kurz erläutern. Das ist die Internationale Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. Diese Kommission hat die Richtlinien für die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung festgelegt. Sie ist ein privater Verein und unterliegt keiner demokratischen Kontrolle. Wir hatten auf den Inhalt des heutigen Webinars bereits in unseren ersten Webinaren zu den kommunalen Handlungsfeldern hingewiesen und dass eben die Argumente des Bundesamtes und der IQNOP in einem späteren, also in dem heutigen Webinar, dargelegt werden. Dazu würde ich gern für alle Zuschauer und gerade die, die heute zum ersten Mal dabei sind, also diese ersten Webinare noch nicht gesehen haben, gern mal zeigen, wo die Aufzeichnungen dazu zu finden sind. Dann zeige ich mal die Seite von Diagnose Funk. Hier sind diese Webinare alle zu finden und gerade eben die ersten im April, kommunale Handlungsfelder 1 und 2. Hier kann man die Videomitschnitte abrufen und kann sich das nochmal ansehen und dann den thematischen Bezug auch zu heute nochmal herstellen. Und die Seite sehen Sie im Browser, die lautet www.diagnose-funk.org/1680. So, das war's von meiner Seite und ich übergebe nun an den Moderator des heutigen Abends, an Helmut Kern. Er ist Vorsitzender des Vereins Funk Bürgerforum. Bitte schön. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, dass Sie in diesem Webinar teilnehmen, das vom Netzwerk Risiko Mobilfunk veranstaltet wird. In diesem Netzwerk sind Diagnose Funk, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation für umweltverträgliche Funktechnik und Schutz vor Elektrosmog, die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie sowie Mobilfunk Bürgerforum, Dachverein Mobilfunk kritische Bürgerinitiativen verbunden. Heute wird aufgezeigt werden, dass es aufgrund der Studienlage nachweisbare gesundheitliche Risiken der Mobilfunkstrahlung gibt und warum das von der Politik, dem Bundesamt für Strahlenschutz und der Mobilfunkindustrie bestritten wird und welche fatale Folgen das für die dringend notwendige Vorsorge hat. Doch was helfen sachlich richtige Argumente, wenn sie in der Diskussion nicht überzeugen können? Die Kunst der Kommunikation kann jedoch gelernt werden. Drei Referenten, Peter Hensinger, Dr. Klaus Scheler und Matthias von Herrmann, durchleuchten heute dieses Thema. Zuerst: Ein Risikoprodukt soll interessengeleitet beworben und vermarktet werden. Dafür braucht es Argumente. Das ist heute der kurze Part von Peter Hensinger. Dann, was sind die Sachargumente des Bundesamtes für Strahlenschutz und was sagt die Wissenschaft dazu? Was folgt daraus? Dazu spricht ausführlicher Dr. Klaus Scheler. Und zuletzt, wie können wir diese Erkenntnisse zielführend umsetzen? Davon handeln dann die Impulse mit ignoranten Sprechen von Matthias von Herrmann. Matthias von Herrmann ist seit 2019 der Pressereferent von Diagnose Funk. Bundesweit wurde er von Medien als eines der Gesichter des Widerstandes gegen Stuttgart 21 bezeichnet. Bekannt ist auch Peter Hensinger, zweiter Vorsitzender von Diagnose Funk. Er organisiert den Bereich Wissenschaft. Dr. Klaus Scheler promovierte in Physik und 15 Jahre lang war in der Lehrerausbildung für das Fach Physik und für den Sachunterricht als Dozent tätig.
an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Seit 2006 ist er mit dem Thema Mobilfunk und seine biologischen Wirkungen befasst und arbeitet aktiv bei Diagnosefunk mit. Nach den Impulsreferaten dann, wie immer, die Diskussionsrunde. Das Wort hat nun Peter Hensinger, bitte. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Einführungsteil. Ich gehe zunächst auf die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen unseres heutigen Themas ein. Ist Mobilfunkstrahlung gesundheitsschädlich? Und das wird ja geleugnet. Geleugnet wird es hauptsächlich von den Händlern des Zweifels. Es gibt eine Taktik, wie man das Ganze bestreitet. Die US-Soziologin Noami Oreskes hat das in Büchern zusammengefasst. Sie schreibt, die Händler des Zweifels bekämpfen Tatsachen, die beweisen, dass Erzeugnisse oder Stoffe schädlich sind. Und in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung wird sie gefragt, was sind die nächsten Ziele für Zweifel? Sie antwortet, die Mobilfunkindustrie gibt sich große Mühe, gegen wissenschaftliche Arbeiten vorzugehen und Zweifel zu wecken. Wir haben es im Kern also nicht mit einem Wissenschaftsstreit zu tun, sondern mit einem Milliardengeschäft. Doubt is a product. Dieses Buch von David Michaels beschreibt diese ganze Taktik und wir haben sie ja auch in unserem Video Mobilfunk, Krebsgefahr und Lobbyismus dargestellt. Und in dieser Debatte wird mit Totschlagargumenten operiert. Eines dieser Argumente, das Ihnen sicher auch bekannt sein wird, ist, es gibt keine einzige Studie, die einen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und Gesundheitsschäden unterhalb der Grenzwerte zeigt. Das ist das Pauschalargument und meine Kurzantwort, wie kann man eigentlich solch eine Unwahrheit in die Welt setzen? Ein Institut der Universität Berkeley legte im Juni 2021 eine Liste mit über 900 Studien vor, die Effekte zeigen. Die wissenschaftliche Vereinigung Bio-Initiative weit mehr als 1000 Studien. Unsere Datenbank EMF Data gibt derzeit 476 Studien. Und nicht zuletzt sind da die 94 Übersichtsarbeiten in seriösen Zeitschriften. Im Grunde genommen mit diesem Totschlagargument hat sich derjenige, der das vorbringt, disqualifiziert. Entweder weiß er nicht Bescheid oder er plappert Textbausteine nach, vorgegeben von Bundesämtern, die schon immer die Lügen der Industrie über Glyphosat, Tabak, Kernkraft oder Diesel legitimieren. Ein zweites Totschlagargument ist, alle Studien, die Effekte zeigen, sind schlecht gemacht und erfüllen nicht die wissenschaftlichen Standards. Das ist ein kompletter Unsinn. Wie kann man das über Dutzende Institute und Wissenschaftler behaupten? Damit werden hunderte Wissenschaftler als unfähig diskreditiert, weil ihre Ergebnisse nicht ins Vermarktungskonzept passen. Das ist eine Argumentation auf unterstem Niveau. Klar, im Westen nichts Neues. Das wurde ja immer von den zuständigen Bundesämtern behauptet, dass Glyphosat, Atomkraft, Tabak, Diesel ungefährlich seien. Und war das nicht unverantwortlich? Neben diesen Totschlagargumenten gibt es die Taktik Zweifel säen durch Ablenkung. Mit offenen Fragen, die logischerweise bei jeder Studie neu entstehen, wird vom unerwünschten Hauptergebnis der Studie abgelenkt. Zum Beispiel bei der NTP-Studie, die ja die Krebsauslösung durch Mobilfunkstrahlung nachgewiesen hat, eine große amerikanische Studie, der wird das Argument entgegengehalten, bei der NTP-Studie lebten die Tiere mit Krebs länger, die weiblichen Tiere hatten fast keine Schädigung. Das zeigt, dass die Studie nichts taugt. Hier wird also eine Nebenfrage aufgeworfen, um vom Kernergebnis abzulenken. Diskussionsthema ist dann nicht mehr,
Tiere bekamen Krebs, sondern warum haben die Tiere, die Krebs bekommen haben, länger gelebt als die Tiere, die keinen Krebs bekommen haben. Und indirekt wird vermittelt, Bestrahlung führt zu längerem Leben. Zu den offenen Fragen der NTP-Studie wurde von den Wissenschaftlern ausführlich Stellung genommen. Wir haben das auf unserer Homepage dokumentiert. Ein zweites solches Relativierungs- und Ablenkungsargument zur NTP-Studie ist, die Feldstärken der NTP-Studie, mit denen bestrahlt wurde, kommen in der Praxis nicht vor. Die Studien haben also keine Aussagekraft für den Menschen. Da muss man sich natürlich fragen, sind die Top-Wissenschaftler der US-Gesundheitsbehörde nicht in der Lage, eine Studie mit relevanter Aussagekraft durchzuführen? Wie doof werden sie eigentlich vom Bundesamt für Strahlenschutz diskreditiert? Und das, obwohl das Peer-Review-Panel, also der Überprüfungsausschuss, erklärte, die NTP-Studienergebnisse seien ein Beweis für das Krebsrisiko. Alle diese taktischen Einwände, die zunächst einmal vordergründig verblüffen, wurden von den Wissenschaftlern widerlegt. Sie sehen unten den Link, dort können Sie die nachlesen. So sind wir in der Auseinandersetzung konfrontiert mit Behauptung gegen Behauptung, Experte gegen Experte, Studie gegen Studie. Aber es ist nicht in erster Linie ein Wissenschaftsstreit, sondern es geht um Profitinteressen. Um nicht in diesem Klein zu Klein in Argumenten unterzugehen, muss man diese Taktiken kennen. Die Verwirrung über die Studienlage ist inszeniert. Und die Dramaturgie dieser Schmierenkomödie hat die Europäische Umweltagentur analysiert und seziert in dem Buch Späte Lehren aus frühen Warnungen. Es sind 10 Phasen. Sie können das auf der Homepage bei uns zusammengefasst herunterladen. Ich habe das mal 2007 kurz zusammengeschrieben. Und wir befinden uns derzeit in der Phase 8, der Phase Verwirrung stiften. Wir sind in der Phase, dass die Industrie selbst Erkenntnisse hat über die Risiken ihres Produktes, sie unter Verschluss hält und versucht, unabhängige Forschung zu verhindern. Man nennt es eine Phase der verwirrenden Debatten. Es werden Nebelkerzen gezündet. Die Regierung behauptet einfach weiter, unbedenkliche Ergebnisse lägen nicht vor. Die Grenzwert- und Schwellenwerte garantieren Sicherheit. Es wird ein Verschleierungsvokabular festgelegt. Zitat aus der Veröffentlichung der Europäischen Umweltagentur. Bei behördlichen Beurteilungen kommt es häufig zu Fehleinschätzungen, weil die Entscheidungsträger bei der Risikoabschätzung auf Informationen eben derjenigen Akteure angewiesen sind, deren Produkte beurteilt werden. Zitat Ende. Und eine weitere Phase ist die Phase 9, die Paralyse durch Analyse. Das wird jetzt besonders bei 5G angewendet. Situation, Bürgerbewegung und öffentliche Kritik wachsen, wie jetzt bei der Protestbewegung gegen 5G. Die Regierung erklärt, dass sie die Sorgen ernst nimmt, denn Risiken können nicht mehr offen geleugnet werden. Zitat von der EUA. Und doch geht die Veröffentlichung von Beweisen für Risiken gelegentlich mit heftigen, doch häufig verdeckten Auslegungstricksereien einher, mit denen versucht wird, Untätigkeit zu rechtfertigen. Bei der NTP-Studie vorher habe ich so 2 Beispiele für diese Tricksereien genannt. Und man spielt auf Zeit. Die Datenlage sei nicht gesichert und reiche zum Handeln nicht aus. Es werden eigene Forschungen mit großem Aufwand eingeleitet. Also durch eigene Analysen wird eine Paralyse hergestellt, damit man nicht mehr weiß, was ist eigentlich richtig oder falsch. Dazu gibt es eine wunderbare Arte-Dokumentation. Diese Phase 9 werden wir in nächster Zeit in voller Wucht erleben. Denn nachdem die Schweizer Schürmann-Mewissen in ihrer Studie für Berenis, also der Expertengruppe der Schweizer Regierung, bestätigten, dass nicht ionisierende Strahlung oxidativen Zellstress, also entzündliche Erkrankungen, auslöst, ist zu erwarten, dass das Bundesamt für Strahlenschutz dazu Stellung bezieht
und versuchen wird, mit einer eigenen Studie dies zu relativieren. Und wir werden sehen, dass es Versuche des Bundesamts für Strahlenschutz geben wird, die Erkenntnisse zum Krebspotenzial zu entsorgen. Wir werden konfrontiert werden mit Widerlegungen der NTP-Studie und einer Verhinderung der Höherstufung der Eingruppierung möglicherweise krebserregend durch die IARC. Und es wird spannend, welches Ergebnis die 5G-Studie zu Millimeterwellen, die das Bundesamt für Strahlenschutz an Professor Lerchel vergeben hat, ergeben wird. Und als letztes, es wird auch spannend, wann endlich ein Bericht für Technikfolgen, zur Technikfolgenabschätzung vom Deutschen Bundestag zum Mobilfunk vorliegen wird. Auf dem 5G-Anbieter-Info ist gestern ein Interview mit Jörn Gutbier erschienen, in dem er aufdeckt, dass der Teil des Technikfolgenabschätzungsberichts von der Schweizer Mobilfunklobby geschrieben wurde. Wir kennen den Technikfolgenabschätzungsbericht nicht, aber er muss schon intern vorliegen. Ich komme zum Ende. Was ist zu tun? Wir müssen hartnäckig eine Gegenöffentlichkeit schaffen und diese Tricksereien durchschauen. Arbeiten Sie sich ein. Das Diagnose-Funk-Informationssystem stellt dazu allen Interessierten und Bürgerinitiativen die notwendigen Informationen zur Verfügung. Sie sehen hier, wir geben den Elektrosmog-Report heraus, Brennpunkte zu allen wichtigen Fragen, unsere Ratgeber und unser Kompakt. Da können Sie sich immer aktuell informieren und auf unseren 4 Internetseiten, der Studiendatenbank, der Hauptseite, der Seite zur Elektrohypersensibilität und zur Seite Kinder und digitale Medien. Das bedeutet also, wir müssen gewappnet sein für einen wissenschaftlichen Streit, aber diese Debatte ist immer auch eine politische. Dazu haben wir auf der Homepage zum Webinar weitere Dokumente eingestellt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Peter, für den Einblick in Prozesse und Vorgehensweisen, in Argumentationen, Methoden und Ziele, mit denen aus einem gesundheitsschädlichen Produkt, das eigentlich von jedem gemieden werden würde, ein risikoloses gemacht wird. Die Erkenntnis ist klar, das Ziel bestimmt den Weg, die Absicht die Botschaft und die heißt die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum. Die Phase 8 der Verwirrung sind wir mittendrin und die Phase 9 braucht die Gegenöffentlichkeit, braucht Information, braucht die Arbeit von Diagnosefunk. Ganz andere Ergebnisse haben wir, wenn wir von der Wissenschaft her argumentieren. Und dazu spricht nun Dr. Klaus Scheler. Bitte. Also auch von mir einen guten Abend und herzlich willkommen. Ja, und ich freue mich, dass Sie trotz der Hitze dabei sind und uns zuhören und mit uns diskutieren wollen. Ich möchte über drei Punkte sprechen. Erstens noch einmal auf die Aussagen des Bundesamts für Strahlenschutz und der IGNIP eingehen. Zweitens über wissenschaftliche Fakten sprechen und dann natürlich über Folgerungen. Was bedeutet das jetzt für die Bewertung des Gesundheitsrisikos durch Mobilfunkstrahlung? Aber vorweg möchte ich zunächst ein paar physikalische Fakten noch mal wiederholen, die hier also eine wichtige Rolle spielen. Wir haben also ganz klar hochfrequente elektromagnetische Felder, verwende auch Wellen und Strahlung, alles synonym, werden vom Körper zu 90-95% absorbiert. Die Wirkung ist auch ganz unstrittig überwiegend Erwärmung des bestrahlten Gewebes und auch eine Abschwächung der Hochfrequenzwellen im Verlauf ihres Weges durch das Gewebe. Der wichtigste Punkt ist eigentlich der folgende, und zwar, dass die elektromagnetischen Felder nicht ionisierende Wellen sind. Und das bedeutet, dass die Quantenenergie der Felder, also die kleinstmögliche übertragbare Energieportion, nicht in der Lage ist, Elektronen von Atomen oder Molekülen abzutrennen, das heißt, sie zu ionisieren. Ich möchte hier eine kleine Randbemerkung machen. Diese Erkenntnis, dass es auf die Quantenenergie ankommt und nicht auf die Gesamtenergie oder die Intensität der Felder,
geht auf Einstein zurück. Er hat 1921 im Rahmen des Fotoeffekts für diese Erkenntnis den Nobelpreis bekommen. Ich zeige hier nochmal das gesamte elektromagnetische Spektrum, wie es auch schon mehrfach in diesen Webinaren gezeigt worden ist. Und Sie sehen, dass also hier ist die Grenze zwischen ionisierender und nicht ionisierender Strahlung und die Mobilfunkstrahlung liegt im nicht ionisierenden Bereich, während etwa ab dem UV-Bereich ionisierende Strahlung stattfindet, wo also Elektronen abgespalten werden können von Atomen durch Strahlung. Die ionisierende Strahlung, das weiß, wissen wir eigentlich alles, eine Gefahr für den Organismus. Das ist die UV-Strahlung, das ist Röntgenstrahlung. Wir wissen, dass wir uns da alle vor schützen müssen. Bei der nicht ionisierenden Strahlung ist das nicht so allgemein bekannt. Hier denken viele, dass die einzigen Effekte, die alle elektromagnetische Wellen machen können, eben Ionisierung ist oder Erwärmung. Und dass das ein Trugschluss ist, das möchte ich also gleich genauer ausführen. Nicht ionisierende elektromagnetische Felder können also unter bestimmten Umständen sehr wohl Zellprozesse auslösen oder verändern und dadurch positiv und negativ wirken. Also auch, es gibt auch durchaus positive Wirkungen nicht ionisierender elektromagnetischer Felder. Ja, der Streit, um den es hier geht, ist vielleicht auf eine wichtige Frage, die Antwort auf folgende Kernfrage zurückzuführen. Gibt neben diesen thermischen Wirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern noch weitere biologische Wirkungen, die nicht zur Erwärmung führen? Und es ist klar, dass die Antwort auf diese Frage, ja oder nein, weitreichende Folgen für die Risikobewertung und für die darauf aufbauenden Entscheidungen hat. Daher ist die Antwort auf diese Kernfrage meines Erachtens der entscheidende Dreh- und Angelpunkt der derzeitigen Kontroverse. Die zentralen Grundaussagen des BFS und der ICNIRP sind bekannt. Ich will sie nochmal hier an einem Zitat deutlich machen. Typischerweise hört man Folgendes: Die Ergebnisse des deutschen Mobilfunkforschungsprogramms sowie weiterer aktueller nationaler und internationaler Studien konnten die Existenz nicht thermischer biologischer Wirkungen unterhalb der Grenzwerte nicht bestätigen. Also ein klares Nein, unterhalb der Grenzwerte gibt es keine nicht thermischen Wirkungen. Es gibt aber trotzdem noch einige interessante weitere Aussagen, die auch im Folgenden noch eine Rolle spielen werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz weiß sehr wohl, dass es nicht thermische Wirkungen gibt. Allerdings sagen sie, sie treten erst bei Feldstärken auf, die deutlich höher sind als Feldstärken, bei denen bereits die thermischen Wirkungen auftreten. Das ist mittlerweile sehr zu hinterfragen, weil ich frage mich, ob die Pulsung der Strahlung hierbei berücksichtigt ist. Das Dritte, was auch interessant ist, ein Hauptproblem der Wissenschaft ist, dass es bislang keine anerkannte Theorie für einen biophysikalischen oder biochemischen Mechanismus gibt, der athermische Wirkungen bei geringen Intensitäten erklären könnte. Auch das ist heute so nicht mehr haltbar. Ich werde darauf noch genauer eingehen. Ja, bevor ich über Wissenschaftsstudien spreche, möchte ich einen kurzen Exkurs machen zum oxidativen Stress. Oxidativer Stress ist ein Geschehen in der Zelle und ist sehr, sehr wichtig, weil daran hängt Gesundheit und Krankheit an diesen Prozessen. Es ist ein großes Thema in der Biochemie und ich kann hier natürlich nur ein paar wenige Aspekte nennen. Und zunächst mal muss ich sagen, dass also aggressive Sauerstoffverbindungen, freie Radikale, so oder so in der Zelle entstehen und zum Beispiel durch die Zellatmung in den Mitochondrien und allerdings durch Antioxidantien, das sind Vitamine und Enzyme, sofort in kürzester Zeit neutralisiert werden. Wir haben also im Normalfall ein Gleichgewicht zwischen aggressiven Sauerstoffverbindungen und Antioxidantien, also Oxidantien und Antioxidantien. Oxidativer Stress entsteht nun, wenn ein Überschuss an freien Radikalen, zum Beispiel Wasserstoff, ist ein bekannter Stoff, diesen Kombinationsmechanismus, also die Fähigkeit der Zelle zur Neutralisation, überfordert und das Gleichgewicht zugunsten der Oxidation eine Zeit lang verschoben wird. Jetzt muss man nochmal deutlich sagen, vorübergehender oxidativer Stress ist nicht per se schädlich. Wenn wir in der Sonne liegen und uns sonnen, dann haben wir automatisch oxidativen Stress in den Zellen, aber irgendwann ist der Stress vorbei, wir kommen in den Schatten und der Körper erholt sich.
Erst durch anhaltenden oder wiederholt auftretenden oxidativen Stress können verschiedene Schädigungen in den Zellen durch ROS, also durch solche reaktiven Sauerstoffspezies, hervorgerufen werden. Es ist heute medizinisches Standardwissen, dass oxidativer Stress die Entstehung vieler entzündlicher Erkrankungen fördert, das Immunsystem schwächen kann und insbesondere bei DNA-Schädigungen an der Tumorgenese beteiligt ist. Ja, wann tritt nun dieser oxidative Stress auf? Das, wenn wir in der Sonne liegen, auch viele andere Umweltbelastungen, Zigarettenrauch, Schwermetalle, ionisierende Strahlung, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, Radioaktivität, Ozon und vieles andere, physischer und psychischer Stress lösen oxidativen Stress in der Zelle aus. Das bedeutet also, dass oxidativer Stress etwas ist, das immer wieder in den Zellen passiert. Es ist zwar so, dass das Kompensationssystem in der Regel gut funktioniert, aber es kommt darauf an, dass der Organismus sich erholen kann. Und das geht nur, wenn der oxidative Stress nicht zum Dauerstress wird. Ganz wichtig, was die Mobilfunkstrahlung angeht. Das heißt, die Auslöser für oxidativen Stress dürfen ständig auf die Zellen. Erst wenn der Stress wegfällt, kann sich der Körper erholen. Denn Oxidantien und Antioxidantien müssen sich in der Zelle die Waage halten, über kurz oder lang, wenn wir gesund bleiben wollen. Wenn es nun zu Schäden kommt durch oxidativen Stress, hat die Zelle noch Reparaturmechanismen, die auch diese Schäden wiederum kompensieren können. Aber auch diese Reparaturmechanismen brauchen in allererster Linie Zeit. Wir wissen aus In-vitro-Versuchen, dass DNA-Schäden innerhalb von 2 Stunden repariert werden können. Aber es braucht halt 2 Stunden. Die Reparaturmechanismen können zusätzlich überfordert werden. Sie arbeiten nicht immer perfekt und sie können durch oxidativen Stress sogar selbst geschädigt werden. Und dann gilt auch immer noch, dass die Kompensationsmöglichkeiten bei jedem Menschen verschieden sind. Der eine kann Zellstress besser kompensieren als der andere. Vorerkrankungen, Vorbelastungen, genetische Faktoren, die Lebensweise, das Alter, alles spielt eine Rolle. Und all dies muss beachtet werden, wenn es um die Beurteilung von Gesundheiten durch oxidativen Stress geht. Und darin liegt auch eine große Schwierigkeit. Ich möchte auf die Kernfrage zurückkommen. Gibt es neben den thermischen Wirkungen nun wirklich noch nicht-thermische Wirkungen, die nicht zur Erwärmung führen? Und dazu möchte ich zunächst nochmal auf die Studie zu sprechen kommen, die Herr Hensinger gerade schon erwähnt hat, von Schürmann und Mewissen, neu vor kurzem veröffentlicht worden. Sie haben über 200 Stunden Studien der vorliegenden Literatur zu nicht-thermischen Wirkungen aufgearbeitet und kommen zu einem ganz klaren Ergebnis. Die meisten Tierstudien, die sie analysiert haben, und viele Zellstudien, das sind über 50% der untersuchten Studien, zeigen, dass niederfrequente elektromagnetische Felder, aber auch hochfrequente elektromagnetische Felder unterhalb der Grenzwerte erhöhten oxidativen Stress auslösen können. Dieser Trend zeichnet sich auch unter Berücksichtigung methodischer Schwächen einiger Studien ab. Beobachtet wurden eine Vielzahl von Zelltypen unter verschiedenen Feldstärken unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte und unter verschiedenen Expositionszeiten. Die Ergebnisse stellen meines Erachtens und im Auge vieler Wissenschaftler einen konsistenten Beweis für EMF-induzierten oxidativen Stress experimentellen Eins dar. Ja, wir können also sagen, die Wissenschaft sagt, hochfrequente elektromagnetische Felder können unterhalb der Grenzwerte oxidativen Stress auslösen. Was bedeuten diese Ergebnisse? Zunächst mal können wir sagen, dass die zentrale Grundaussage des Bundesamts für Strahlenschutz, es gibt unterhalb der Grenzwerte keine nicht-thermischen Wirkungen, daher keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das kann so nicht mehr aufrechterhalten werden. Diese Folgerung ist einfach zu billig. Die Existenz nicht-thermischer Wirkungen ist aus Sicht vieler Wissenschaftler nachgewiesen. Sicher ist, dass wir daraus Gesundheitsschäden nicht zwingend folgern können, wie ich ja eben ausgeführt habe über den oxidativen Stress. Es ist also nicht möglich, sofort zu sagen, oxidativer Stress macht die und die Gesundheitsschäden. Mobilfunkstrahlung muss
weiterhin als möglicher stiller Stressor auf Zellebene angesehen werden, der unter bestimmten Bedingungen in der Zelle genauso oxidativen Stress auslöst wie viele andere bekannte Stressoren auch. Und dieser Stress kommt zu dem Stress, den wir sowieso schon alle haben, gegebenenfalls noch dazu und belastet die Kompensationsmechanismen zusätzlich. Was meines Erachtens dabei am wichtigsten ist, wir können viele Erkenntnisse der Stressforschung, Mobilfunkstrahlung direkt übertragen, wenn wir ihn als Stressfaktor begreifen. Die wichtigste Botschaft dabei ist wohl, der Körper braucht immer wieder strahlungsfreie und strahlungsarme Zeiten, damit er sich erholen kann. Wir haben gerade gehört, bei DNA-Schäden müssten es mindestens 2 Stunden sein. Ich möchte ergänzen, dass es seit etlichen Jahrzehnten vielfältige Anstrengungen gegeben hat in der Wissenschaft, nicht-thermische Wirkungen, insbesondere oxidativen Stress durch Mobilfunkstrahlung nachzuweisen. Oxidativer Stress durch Mobilfunkstrahlung ist sogar seit dem Jahr 2000 dokumentiert in der Wissenschaft. Ich möchte hier noch auf ältere Reviews verweisen. Es gibt den Review von der ukrainischen Arbeitsgruppe um Jakimenko von 2015. Darin werden 93 von 100 Studien analysiert, dass sie bei Mobilfunkstrahlung niedriger Intensität ein starker oxidativer Wirkungsfaktor für lebende Zellen sind, mit einem hohen krankheitserregenden Potenzial. So ist es wortwörtlich in der Studie nachzulesen. Einige Werte sind hier aufgeführt von der Seite 4 dieser Studie und Sie sehen, dass sie weit unter den derzeitigen Grenzwerten liegen. Die österreichische Unfallversicherung hat ebenso 2 Projekte initiiert, eins 2009 und eins 2016. Beide haben athermische Wirkungen oder nicht-thermische Wirkungen unterhalb der Grenzwerte nachgewiesen. Die australische Datenbank ORSAA enthält 216 Studien zum oxidativen Stress durch schwache Mikrowellenfelder und auch hier haben nur 26 Studien keine Effekte gefunden. Die Quellen können Sie hier unten nachlesen. Ja, wir haben natürlich offene Fragen und das Bundesamt für Strahlenschutz hat natürlich weitere Vorbehalte. An erster Linie geht es darum, Frage nach dem Hauptwirkungsmechanismus, also wie hochfrequente elektromagnetische Felder oxidativen Stress überhaupt auslösen können und inwiefern Schwellenwerte dabei überschritten werden müssen, dass das angeblich nicht geklärt ist. Nun ist es aber so, dass aus Sicht des Vorsorgeprinzips dieser Aspekt nachrangig ist. Die EU-Kommission hat bereits im Jahr 2000 für die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips eindeutig festgestellt, dass ein anerkannter Wirkungsmechanismus nicht vorliegen muss, um vorsorgende Gesundheitsmaßnahmen einzuleiten. Es reicht, wenn wissenschaftliche Hinweise, also nicht Beweise, auf ein potenzielles Risiko vorliegen. Und es kommt auch nicht darauf an, den Umfang des Risikos genau zu kennen. Es geht zuerst einmal ganz eindeutig darum, ein potenzielles Risiko zu reduzieren. Und genau diese Situation liegt hier bei dem derzeitigen Erkenntnisstand zum oxidativen Stress durch Mobilstrahlung ja vor. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips ist also aus dieser Sicht längst überfällig. Umstritten bleiben auch in der Wissenschaft die möglichen negativen Konsequenzen durch Langzeitexposition für die Gesundheit der Menschen. Wir wissen, oxidativer Stress immer wieder anhält, immer wieder ist, Entzündungen erzeugen kann und die mit Krebs eng verbunden sind. Aber niemand kann sagen, wie viel dieses Stresses muss denn dann vorhanden sein? Wann passiert das bei den einzelnen Menschen? Es gibt einige sehr interessante Folgerungen, die auch bekannt sind. Seit 2011 hat die IARC, eine Unterorganisation der WHO, Mobilfunk als möglicherweise possibly krebserregend eingestuft in die Kategorie 2b. Ich werde gleich noch einmal auf die Kategorien eingehen. Und wir haben schon gehört, es gibt neuere Studienergebnisse, aber wir haben seit 1990 80 Studien, die DNA-Strangbrüche nachweisen durch elektromagnetische Felder. Und die neueren Studienergebnisse zeigen, dass Mobilfunkstrahlung sogar krebsauslösend sein kann. Und entsprechend fordert der Beirat der IARC eine Überprüfung dieser Eingruppierung
Professor James Lin, ehemaliges ICNIRP-Mitglied und Peer-Review-Prüfer dieser NTP-Studie, fordert sogar eine Verschärfung der Eingruppierung in die höhere Kategorie wahrscheinlich krebserregend. Ich möchte noch etwas auf die Wirkungsmechanismen eingehen. Wir haben seit längerem schon mehrere sehr gut untermauerte Wirkungsmechanismen von Warnalske, von Barnes und Greenbaum, auch von Panagopoulos, der mehrfach veröffentlicht hat. Und diese Überlegungen von Panagopoulos sind sehr interessant. Ich möchte da ganz kurz drauf eingehen, weil dieser Mechanismus zeigt, unter welchen Bedingungen niederfrequente elektromagnetische Felder, aber auch gerade die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, spannungssensible Calcium-Ionen in der Zellmembran öffnen können. Denn das bedeutet ein Einströmen von Calcium in die Zelle, was biologisch überhaupt völlig irregulär ist und gar nicht notwendig ist. Und dieses irreguläre Einströmen löst eine Aktivierung von freien Radikalen in der Zelle aus, was zu oxidativem Stress in der Zelle führen kann. Interessant weiterhin bei dieser Mechanismus von Panagopoulos ist, dass Intensitäten unterhalb der Grenzwerte im Niederfrequenzbereich bereits ausreichen, um die Öffnung dieser Calcium-Ionen-Kanäle zu bewirken. Und im Hochfrequenzbereich ist das so nicht möglich. Allerdings, wenn man Pulsung dazu nimmt und die Pulsung mit den Intensitäten unterhalb der Grenzwerte kombiniert, kann auch das zu einer Öffnung der Calcium-Ionen-Kanäle führen. Wer das lesen möchte, kann also einen populärwissenschaftlichen Aufsatz dazu von mir finden. Ich habe ihn hier links dargestellt und veröffentlicht in der Zeitschrift Umweltmedizingesellschaft. Ich möchte noch kurz auf das IARC-Schema eingehen, das die Kanzerogenität von Stoffen oder Agents bewertet. Die Tabelle 4 zeigt, es gibt also 4 Stufen. Die erste ist also karzinogen, also Krebs auslösen für den Menschen. Das zweite ist nicht karzinogen, möglicherweise karzinogen. Das ist also die Stufe, in die der Mobilfunk eingesortiert ist oder nicht beurteilbar oder wahrscheinlich nicht karzinogen für den Menschen. Hier rechts finden Sie die Kriterien. Sie sehen, dass also sowohl auf epidemiologische Studien geguckt wird, auf Tierversuche und auf sonstige Studien, zum Beispiel In-vitro-Studien, die also in irgendeiner Form nach ihrer Evidenz beurteilt werden. Und alle drei Studien zusammen, je mehr sie in die gleiche Richtung weisen, werden herangezogen, um diese Einstufung durchzuführen. Wichtig ist dabei, es braucht keinen Wirkungsmechanismus, sondern es reicht die Zusammenschau dieser Studien. Ich möchte noch einmal eingehen auf die Gruppe 2b. Diese Gruppe 2b mit insgesamt 309 Einträgen. Es lohnt sich, die auch anzuschauen. Es stehen dort ganz viele Stoffe drin, von denen wir wissen in der Allgemeinheit, dass die krebserregend sind oder einfach ungesund sind. Schiffsdiesel, Schweröl oder auch Blei. Oder auch die humanen Papillomaviren gehören da rein, aber eben auch zum Beispiel Aflatoxine, das sind also Schimmelpilze in Nüssen. Und Sie haben vielleicht, Sie erinnern sich, dass also im TV schon mal gewarnt wurde vor zu hohen Aflatoxinwerten in Nussprodukten. Also das war es also der Öffentlichkeit wert, hier die Menschen zu warnen. Aber es sind natürlich hier auch noch drin eingelegte nach traditioneller asiatischer Art, die Kaffeesäure, alle stehen auf gleicher Ebene mit den Radiofrequenzwellen. Ja, warum nenne ich die? Das liegt daran, weil genau diese drei Stoffe herangezogen werden, um zu einer Aussage zu kommen, Handys sind so schädlich wie Kaffee und Gemüse. Ich möchte gleich betonen, dass dieser Vergleich nicht vom Bundesamt für Strahlenschutz verwendet wird, aber man findet ihn in den Medien und auch in YouTube-Filmen. Und die Frage ist, stimmt das so? Und wenn man sich genau anguckt, was in der Kategorie 2b steht, dann steht da eben nicht Kaffee, sondern Kaffeesäure und eingelegtes Gemüse nach traditioneller asiatischer Art. Sicher ist, dass die Kaffeesäure zwar bei Tierexperimenten zu Blasenkrebs führt, aber das Trinken von Kaffee ist in die Kategorie 3 eingruppiert. Und das heißt, die Karzinogenität ist für den Menschen nicht beurteilbar. Es handelt sich auch bei diesem speziell eingelegten Gemüse in asiatischen Ländern um einen speziellen Fermentierungsprozess, der bei dem
selbst Instanzen entstehen. Und dieses eingelegte Gemüt kommt bei uns überhaupt nicht, ist bei uns überhaupt nicht in dieser Weise im Handel. Ja, wir können also daran erkennen, der Vergleich verharmlost die Risiken von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, insbesondere natürlich von Mobilfunkfeldern. Hier können Sie weiteres dazu nachlesen. Ja, abschließend möchte ich noch auf die Frage eingehen, schützen uns nun die derzeitigen Grenzwerte? Nach Auffassung des EBFS ist klar, es gibt keine Beweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen unterhalb der Grenzwerte. Aber wovor schützen Sie nun? Und Sie schützen höchstens vor zu hoher Erwärmung. Sie sorgen dafür, dass die Temperaturerhöhung unter 1 Grad Celsius liegt im Körper. Und dabei wird aber auch gemittelt über 10 Gramm Gewebe und zeitlich über 6 Minuten. Und auch die neueren IGNIRP-Grenzwerte für 5G+ berücksichtigen wiederum nur diese thermischen Effekte in den obersten Schichten der Haut. Sie können das hier auf der Internetseite nachlesen. Wofür schützen die Grenzwerte nicht? Ich habe hier jetzt mal alle Dinge zusammengestellt, die also kritisch sind. Auch wenn die mittlere Temperaturerhöhung unterhalb von 1 Grad Celsius liegt, können kurzzeitig durchaus heiße Stellen entstehen durch Reflexion von Wellen an irgendwelchen Häuten, die dann sozusagen mit den einlaufenden Wellen sich überlagern. Konstruktive Überlagerung kann also solche Hotspots entstehen lassen, die schädigend wirken können. Weiterhin berücksichtigen die Grenzwerte, wie gesagt, keine nicht-thermischen Wirkungen, obwohl sie nachgewiesen sind. Wichtig für mich finde ich, sie enthalten keine zeitliche Expositionsbegrenzung. Sie erlauben Dauerbestrahlung, die nicht mehr vor gesundheitlichen Langzeitwirkungen schützt, wie wir gerade in den Ausführungen über oxidativen Stress gehört haben. Sie bieten keinen Schutz vulnerabler Personen. Wir wissen, dass schwache Neugeborene, Kinder, kranke, elektrohypersensible Jugendliche viel empfindlicher sind für Mobilfunkstrahlung und von daher keinen Schutz erwarten können von diesen Grenzwerten, vor allen Dingen nicht bei Dauerbestrahlung. Sie berücksichtigen auch keine gesundheitskritischen Synergieeffekte von Mehrfachbelastungen, denen wir alle mehr oder minder ausgesetzt sind. Und sie enthalten keine Vorsorgekomponente im Sinne des Vorsorgeprinzips, was auch durch gerichtliche Beschlüsse bereits festgestellt worden ist. Von seit langem wird also von vielen die Grenzwerte missiert werden. Wir haben also diese Forderung schon im EU-Parlament gefunden im Jahre 2009. Hier die zugehörigen Hinweise. Wenn wir also jetzt fragen, ist Mobilfunkstrahlung gesundheitsschädlich? So gibt es meiner Meinung nach keine eindeutige Antwort. Weder trifft meines Erachtens Nein zu, wie es die BASF behauptet, noch ist Ja richtig. Die Antwort hängt von folgenden Einflüssen ab. Art der Strahlung, insbesondere von Intensität und Pulsfrequenzen, Häufigkeit und Dauer der Exposition und natürlich individuellen Faktoren. Wir haben also als Fazit, das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigung wird durch die Grenzwerte nicht vollständig ausgeschlossen. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, sein persönliches Restrisiko abzuschätzen und entsprechend zu minimieren. Zusammenfassend folgende Punkte. Nicht-thermische Wirkungen unterhalb der Grenzwerte sind nachgewiesen. Mobilfunkfelder sind grundsätzlich in der Lage, unter bestimmten Bedingungen oxidativen Stress in Zellen auszulösen. Gäbe es ausschließlich thermische Wirkungen unterhalb der Grenzwerte, würde es den in hunderten Studien beobachteten oxidativen Stress eigentlich gar nicht geben, da die in jedem Fall auftretende Erwärmung ja als nicht schädigend angesehen wird und eine Schädigung durch Ionisierungen durch hochfrequente elektromagnetische Felder physikalisch ausgeschlossen ist. Anhaltende oder ständig wiederkehrende Exposition kann zu anhaltendem oxidativem Stress führen. Dadurch wird die antioxidative Kapazität der Felle, der Kompensationsmechanismus, früher oder später überfordert. Die Reparaturmechanismen der Zelle können behindert und sogar geschädigt werden. Nach welcher Expositionszeit die Schutz- und Reparaturmechanismen überfordert werden, hängt neben Art und Intensität der Mobilfunkstrahlung von individuellen Faktoren ab. Das wissen wir vom Sonnenbrand. Jeder Hauttyp hat eine andere Zeit, nachdem der Sonnenbrand bei ihm steht. Das ist fast selbstverständlich, bedeutet aber, dass es sehr schwierig ist, die gesundheitlichen Risiken für den Einzelnen abzuschätzen.
Wenn der Organismus durch äußeren Stress oder Erkrankungen, durch Leicht- und Schwermetalle vorgeschwächt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für gesundheitlich schädigende Wirkungen durch hochfrequente elektromagnetische Felder an. Das war's von mir. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Klaus Scheler. In einer gebotenen Kürze, die ihm zur Verfügung stand, hat eine klare und strukturierte Darstellung gegeben, in der sehr deutlich wurde, dass die Sachargumente des Bundesamtes für Strahlenschutz so nicht haltbar sind. Dass Mobilfunkstrahlung ein stiller Stressor ist und dem oxidativen Stress eine große Bedeutung zukommt, das waren Argumente und Hinweise, die deutlich machen, der Körper braucht, wie gesagt worden ist, eine strahlungsfreie Zone, braucht strahlungsfreie Zonen und Zeiten der Erholung. Diese Hinweise sind sehr deutlich geworden und hier müssen dringend Konsequenzen gezogen werden. Das Prinzip Vorsorge muss angewandt werden und zwar von Politik und ihren Beratungsgremien, eben auch dem Bundesamt für Strahlungsschutz. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Klaus Scheler. Das war ein wunderbarer Einblick in die Problematik, in der man am Ende nicht sagen kann, ja oder nein, aber dass das Nein recht deutlich wird, hier haben wir es wirklich mit einem Problem zu tun, das wir nicht leichtfertig wegwischen können und sagen, da gibt es nichts, was Befürchtungen ermöglichen würde. Danke nochmal. Wie aber bringen wir diese Argumente so vor, dass sie ein Innehalten, ein Nachdenken und einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk ermöglichen, in dem der Gesundheitsschutz der Bevölkerung Priorität hat. Kurz, in der das Risikomobilfunk nicht ignoriert oder weggeredet wird, sondern gesehen wird und gehandelt wird. Dazu hat Matthias von Herrmann nun das Wort. Mit Ignoranten sprechen, bitte. Peter Enzinger hat es ja vorher angesprochen. Wieso werden eigentlich solche falschen Behauptungen in die Welt gesetzt? Das Bundesamt für Strahlenschutz muss es besser wissen. Die beschäftigen sich dauernd mit entsprechenden Studien. Da scheinen eher politische Ziele dahinter zu stecken. Nun, aber ein Bürgermeister weiß es vielleicht nicht besser. Der nutzt die entsprechenden Argumente einfach, um zu gewinnen. Jetzt habe ich meinen Vortrag überschrieben mit Ignoranten sprechen. Dazu werden wir im zweiten Teil kommen. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie es überhaupt ist, wenn wir ein Gespräch mit einem entsprechenden Gegner haben, zum Beispiel eben mit einem Bürgermeister, und dieser Bürgermeister uns jetzt eins dieser Argumente, dieser quasi Killer-Argumente, an den Kopf wirft. Wie reagieren wir da? Kämpfen wir da oder gehen wir lieber nach? Die natürlichen Reaktionen sind entweder kämpfen, ich weiß Bescheid, ich habe die Webinare 1 bis 6 angeschaut, ich habe alle Ratgeber von Diagnose Funk durchgelesen, ich habe im Übrigen recht und ich will gewinnen. Mobilfunkstrahlung macht krank. So könnte ich dem Bürgermeister begegnen. Oder ich gebe nach. Ah, so genau weiß ich das auch wieder nicht. Klaus Scheler hat gerade gesagt, so eindeutig ist das, da ist die Aussage, Mobilfunkstrahlung macht krank. Nicht, weil es eben nicht alle krank macht und nicht jeden sofort krank macht. Vielleicht hat der andere, also in dem Fall der Bürgermeister, sogar recht. Im Übrigen will ich eigentlich auch Harmonie. Ich will mich mit dem ja nicht streiten. Und da gibt es eine dritte Variante, nämlich den respektvollen Impuls. Den möchte ich Ihnen jetzt heute vorstellen. Da geht man so vor, man hört erstmal zu, zeigt Interesse, betont dann die eigene Motivation, stellt Fragen. Und das Ziel ist, dass der andere zum Nachdenken angeregt wird, dass es zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommt. Ich habe Ihnen da mal das als Beispiel aufgeschrieben. Also wieder das Beispiel Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung. Das Argument eben von diesem besagten Bürgermeister, das darf auch gerne Bürgermeisterin sein, die sagt, die Grenzwerte sind wissenschaftlich abgesichert, international anerkannt und vom Bundesamt für Strahlenschutz bestätigt. Mobilfunkstrahlung macht also nicht krank. Jetzt zeigen wir Interesse.
Ich verstehe, dass Ihnen der Schutz der Bevölkerung durch Grenzwerte wichtig ist. Das gibt der Bürgermeister ja damit zum Ausdruck. Mir ist es auch wichtig, denn das betrifft unser aller Gesundheit. Wird jetzt keiner aus einer Bürgerinitiative sagen, mir ist das eigentlich nicht wichtig. Also die eigene Motivation ist, auch mir ist die Gesundheit aller wichtig. Denken Sie, dass die frühen Warnungen vor Asbest, Tabakrauch oder Glyphosat damals von der Politik hätten ernster genommen werden müssen? Stelle ich eine Frage, eine offene Frage, die er beantworten kann. Und jetzt dürfte die Tür offen sein für unsere Sichtweise, für unsere Argumentation, für unsere Vorschläge. Jetzt die Frage, wie antwortet er? Ich gehe jetzt mal davon aus, er sagt, alles Quatsch. Dann sagen wir, huch, was ist denn da los? Und da kommen wir zu zwei Systemen der Kommunikation. Es gibt die horizontale Kommunikationsstruktur. Da werden Botschaften der Zugehörigkeit verbal und auch nonverbal ausgetauscht. Man redet sich gerne mit dem Vornamen an. Das tun wir hier bei Diagnose Funk auch. Sie kriegen das ja dauernd mit in den Webinaren, dass wir uns kennen und dauernd mit Vornamen anreden. Man tauscht sich Höflichkeiten aus. Ah, schön, dass alle da sind. Ich freue mich. Vielleicht gibt es auch Leute, die die Tarnkappe aufhaben, die in einem Treffen eigentlich gar nicht so in Erscheinung treten wollen, die dann, wenn es ums Thema geht, schon zeigen werden, dass sie es drauf haben, aber ansonsten finden sie sich gar nicht so wichtig. Und die inhaltliche Argumentation ist das Wichtigste innerhalb dieser horizontalen Kommunikationsstruktur. Diese Argumentation ist dann oft wortreich, sehr ins Detail gehend. Manchmal findet man auch Leute mit einem hohen Sprechtempo. Und dem gegenüber steht nun die vertikale Kommunikationsstruktur. Da nochmal klar gesagt, es gibt einfach Menschen, die horizontale Kommunikationsstruktur für sich oder bei sich im Hirn haben, die so veranlagt sind. Und es gibt eben auch Menschen, die vertikal in der Kommunikationsstruktur veranlagt sind. Und das bedeutet, da wird erstmal daran geklärt. Ich bin der Vorsitzende, tralalu. Ich bin der Abteilungsleiter so und so. Dann wird Reviersicherung betrieben. Das ist meistens nonverbal, zum Beispiel großspuriger Slow-Motion-Auftritt. Also man bewegt sich langsam, man spricht langsam, vielleicht auch tiefer als sonst. Man ist mit raumgreifender Choreografie unterwegs. Man setzt sich breit an den Tisch, breitet alles vor sich aus, bei einer Besprechung zum Beispiel. Das sind Anzeichen, wo Sie sehen, aha, der ist vertikal unterwegs. Und jetzt kommen wir zu meinem Titel nochmal zurück, mit Ignoranten sprechen. Wenn die, die horizontal kommunizieren, ignorieren, dass es vertikal Kommunizierende gibt, dann funktioniert es nicht. Andersrum, wenn vertikal Kommunizierende auf horizontal Kommunizierende treffen und die horizontal Kommunizierenden sofort zum Inhalt kommen und immer detailreicher werden, aber die Rangklärung gar nicht ausgesprochen wird und auch offensichtlich eine Reviersicherung für diese Leute gar nicht wichtig ist, weil die vielleicht schon unter der Tür anfangen, ins Inhaltliche zu gehen und sich nicht erstmal hinsetzen und mal die richtigen Positionen einnehmen, also die richtigen Sitzpositionen bei einem Gespräch, dann ist auch der vertikal Kommunizierende total vor den Kopf gestoßen und sagt, das sind doch Ignoranten, diese horizontal Kommunizierer. Die quatschen bloß, wir müssen doch erstmal klären, was los ist oder wer sozusagen Chef ist. So, und dann wendet der vertikal Kommunizierende Eskalationsstufen an. Also er sagt immer noch als Antwort jetzt, das ist alles Quatsch. Das ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Wir wissen jetzt, was los ist. Wir wissen, das ist vermutlich ein vertikal Kommunizierender. Aber wie reagieren wir darauf? Als horizontal Kommunizierender findet man den High Talk das Wichtigste. Das High Talk ist verbal und intellektuell, zum Beispiel detaillierte wissenschaftliche Erkenntnisse miteinander austauschen und möglichst detailreich und möglichst viele Quellen nennen,
möglichst viele Studien im Detail kennen. Das ist für Horizontale die einzig gültige Kommunikationsebene. Für Vertikale ist es aber die wirkungsloseste Kommunikationsebene. Die interessiert es überhaupt nicht, was da wie ins Detail geht. Die wollen ja erstmal den Rand klären. Und dann gehen sie als Eskalation zu Basic Talk über. Das ist verbal, aber es ist nicht mehr intellektuell. Das sind kurze Sätze, selbst Subjekt, Prädikat, Objekt. Also das ist alles Quatsch. Das ist für Horizontale außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Da greifen sich dann horizontal Kommunizierende an den Kopf, wie man so unmöglich reagieren kann. Peter Hensinger hat es vorher gesagt, das ist eine Unverschämtheit, irgendwie so in die Richtung, dass man solche falschen Aussagen in die Welt setzt. Und das hat vernichtende Wirkung auf die Horizontalen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass man mit so einer billigen Aussage wie Mobilfunk ist sicher durchkommt. Für Vertikale ist das aber eine Eskalationsstufe, nämlich genau dann, wenn sie argumentativ unterlegen sind. Wenn also der Bürgermeister eigentlich sich in der Studienlage überhaupt nicht auskennt, nicht einmal weiß, was elektromagnetische Felder sind, eigentlich sein Handy auch liebt und da eigentlich wirklich keine Ahnung hat, dann ist so ein einfacher Subjekt-Prädikat-Objektsatz, zack, eine einfache Methode. Wenn das auch nicht reicht, dann kommt der Move-Talk. Der ist nonverbal und da geht es im Wesentlichen um Verhalten im Raum, bis hin zu unerträglichen Nähe. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Ihnen mal jemand unerträglich nah auf den Pelz gerückt ist und Sie Abstand nehmen. Das betrifft Sie selber dann in dem Moment sehr tief innen. So, was will der? Das ist für Horizontale wirklich abstoßend. Und für Vertikale ist es die höchste Eskalationsstufe. Im Übrigen würde ich zum Beispiel Move-Talk auch die Bezeichnung Move-Talk auch für Greenpeace-Aktionen Aktionen anderer Organisationen, die meinetwegen ein Fußballspiel stören oder auf ein Dach von einer Konzernzentrale klettern und dann großes Banner runterlassen, würde ich auf jeden Fall als Move-Talk bezeichnen, weil da geht man rein innerhalb des Raumes, ohne etwas weiter auszusagen, so weit, dass es für die anderen unerträglich wird. Für die einen, die können nicht mehr Fußball spielen und für die anderen, die wollen diese Aktivisten vom Dach wieder runter haben. Das heißt, wir müssen die Stufen der Eskalation erkennen und wir müssen darauf passend reagieren. Was ich Ihnen da jetzt vorgestellt habe, habe ich Ihnen hier in einem Buchtipp. Das ist Mit Ignoranten sprechen, heißt das, von Peter Modler. Ich muss Ihnen dabei gestehen, als ich das Buch gelesen habe, sind mir auch viele sind mir richtig die Augen aufgegangen, wie diese Horizonte, wie diese vertikal kommunizierenden Leute denn drauf sind, weil ich offensichtlich so nicht drauf bin. Aber es hilft wirklich. Es hilft wirklich, wirklich. Kaufen Sie sich dieses Buch. Das ist wirklich toll zusammengefasst. Er macht ganz viel am Wahlkampf zwischen Clinton und Trump fest, wie Trump halt mit seinem Basic Talk Frau Clinton immer wieder weggebügelt hat und die liebe Hillary, die den Trump halt immer Donald genannt hat, also sprich horizontal beim Vornamen nennen, ist natürlich in Amerika auch viel beliebter, aber sie hat das immer gemacht, er hat es immer weniger gemacht in diesem vorletzten Wahlkampf. Und da zeigt Peter Modler, wie ganz viel an diesem Beispiel von diesen beiden, aber er nennt auch viele, viele andere Beispiele aus deutschen Konzernleben, was alles so passieren kann in Gesprächen und wie man damit umgeht vor allem und wie man die vertikal Kommunizierenden versteht. Und als zweites möchte ich Ihnen noch einen Videotipp geben zu Schwarze Rhetorik von Martin Wehrle vom Kommunikationskongress 2019. Da stellt er in einer halben Stunde, knappen halben Stunde viele Beispiele vor, wie man Killerphrasen abwehren kann. Und er hat ja nochmal eine andere Technik. Er sagt man eben so ein bisschen wie vorher beim respektvollen Impuls, dass man den Ball aufnimmt und dann zurückspielt und auf eine freundliche Weise oder auf eine positive Weise und so weiterkommt ins Gespräch. Dieses Video ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Soweit von mir. Vielen Dank. Ja, auch hier einen ganz herzlichen Dank.
an Matthias von Hermann. Es geht, man hat gehört, es geht. Man kann mit Ignoranten reden, wenn man die Strukturen kennt, die Stufen der Kommunikation, High, Basic, Move. Knapp waren die Ausführungen, aber in der Kürze wichtig, hilfreich. Der Untertitel von dem gezeigten Buch heißt, wer nur argumentiert, verliert. Das ist deutlich geworden. Am Ende dieser drei Impulsreferate ist deutlich geworden, Mobilfunkstrahlung stellt tatsächlich ein Gesundheitsrisiko dar, ein Risiko dar. Darüber muss die Öffentlichkeit informiert werden und auch diejenigen, die entscheiden müssen, davon überzeugt werden. Damit diese alarmierenden Studienergebnisse nicht folgenlos bleiben, das, was vorher Peter Hensinger schon gesagt hat, ist es nötig, endlich späte Lehren aus frühen Warnungen zu ziehen. Nun kommen wir zur Diskussion und Sie wissen schon, wir kennen uns, wir sind die Vertikalen, wir kennen uns, wir reden uns mit Du an, wir kennen uns auch. Die Horizontalen. Die Bewegung war vertikal. Die Horizontalen, wir duzen uns schon lange. Solange unsere technischen Moderatoren die Fragen aus dem Publikum im Hintergrund durchsehen und auswählen, wollen wir ein ganz kurzes Zwischenspiel veranstalten. Ich bin jetzt der Bürgermeister von Funkstadt. Ich habe das Ganze verfolgt hier, finde es alles eine wahnsinnige Unterstellung. Sie dürfen mir glauben, ich setze meiner Bevölkerung keinerlei Risiko aus. Was das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, das stimmt. Das ist ja unverantwortlich. Ich habe Sie nicht gebeten, hier irgendwas zu sagen. Ich führe jetzt meine Sachen weiter aus. Darauf das ist trotzdem unverantwortlich. Darauf weise ich mit Nachdruck hin. Die Verantwortung trage ich hier. Das ist unverantwortlich, was Sie da tun. Die Verantwortung trage ich hier, das wissen Sie genau. Sie sind der Bürgermeister, ich bin von Diagnose Funk. Was Sie hier veranstalten, ist unverantwortlich. Nein, weil wir wissen, dass Diagnose Funk die Dinge so darstellt, dass sie passen, dass sie überhaupt nicht zusammenpassen mit dem, was das Bundesamt für Strahlenschutz sagt. Sie vertreten eigene Interesse. Das müssen Sie endlich einmal zugeben. Interessen, die, falsch. Die gehen darum, unterbrechen Sie mich nicht immer. Bitte, ich bin hier der Chef. Und das muss man endlich klar sagen. Habe ich Ihnen gesagt, Sie sind der Bürgermeister, ich bin und von Diagnose hören Funk, wir haben die Kompetenz. Die hören vielleicht, zu. Das vielleicht können, wir mal, über, vielleicht können wir mal über die Alternativen sprechen. Das hört sich jetzt schon ein bisschen besser an. Hätten Sie da Alternativen vielleicht? Gibt's ja, natürlich. Ja. Also da könnte ich mir mal vorstellen, dass wir uns da treffen könnten. Aber ich bringe natürlich auch die mit, die überzeugt sind und die das nachweisen können, dass das ein Problem ist, ja, ein Risiko ist. Und dann können Sie uns Alternativen aufzeigen. Das sind wir natürlich offen. Wir freuen uns immer, wenn wir für unsere Bevölkerung was tun können, was sie weiterbringt. Denn wir sind natürlich auf diese Möglichkeiten des Mobilfunks angewiesen, schon aus Standortgründen, Wirtschaftsgründen. Ich danke Ihnen. Wir sind wieder drin. Ja, was wichtig bei der Geschichte ist, also ich bin nicht böse auf den Bürgermeister in dem Moment, sondern ich gehe auf sein Spiel ein. Ja. Und mache das in seiner Sprache. Jetzt ist Helmut Kern kein Vertikaler und reagiert nicht auf die Ansage, Sie sind der Bürgermeister und ich bin von Diagnose Funk. Er hat einfach weitergemacht. Ein echter Vertikaler weiß, aha, okay, jetzt ist daran geklärt. Und dann geht bei dem das Adrenalin runter. Und dann kann natürlich sein, dass er nochmal dagegen klopft. Ich kann jetzt dir nicht auf den Pelz rücken, weil es hier online ist. Aber das wäre dann vor Ort, ja, da steht man vielleicht auf und geht zu ihm hin. Wobei natürlich, ich denke, man müsste so weit kommen, dass, und das war ein kluger Schachzug, dann zu sagen, es gibt Alternativen, darüber könnten wir reden. Und ich glaube, an der Stelle kann man überall ein offenes Ohr bekommen, denn für Alternativen, für also eine Weiterentwicklung ist, glaube ich, jeder offen. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Ausblick. Wir müssen auch an den Alternativen arbeiten, dann haben wir das insgesamt leichter. So, nun zu den Fragen. Vielen Dank, Matthias, dass du da mitgespielt hast. Nun zu den Fragen des Publikums. Ich rufe die Moderatoren auf. Was gibt es schon? Ja, wir haben eine Frage, die ist, denke ich, an Peter Hensinger. Und zwar fragt ein Zuschauer nach der Phase 10. Du hattest ja die verschiedenen Phasen vorgestellt. Und welches wäre denn die Phase 10?
Sie können die Phasen 1 bis 10 auf der Homepage runterladen zu dem Webinar. Rechts sind sie eingestellt. Da habe ich mal das exerziert. Die Phase 10 ist die letzte Phase. Die Schädlichkeit eines Produktes lässt sich nicht mehr leugnen, weil ganz viele Menschen krank werden. Beispielsweise Fukushima wäre die Phase 10. Keiner konnte mehr sagen, oder schon Tschernobyl. Und dann beginnt die Industrie umzusteuern. Das heißt, beim Mobilfunk wäre die Phase 10, wenn tatsächlich medizinisch anerkannt wäre und durch viele Krankheiten das klar wird, wir können diese Technologie nicht mehr anwenden, dann zieht die Mobilfunkindustrie neue Techniken aus der Schublade. Also VLC macht Strahlenminimierung. Also die Phase 10 ist, ein Produkt wird vom Markt genommen. Asbest, das beste Beispiel. Das hat auch fast 100 Jahre gedauert. Die Schäden waren so groß, ließen sich nicht mehr leugnen. Und dann erst, wenn das die Krankenkassen und die Volksgesundheit so schädigt, dann wird umgeschwenkt. Und das ist die Problematik, dass bei schädlichen Produkten oft es erst wirklich viele Opfer braucht. Wir sehen das ja auch beim Tabak. Wie lange hat es gebraucht, bis die Phase 10, also die Korrektur, eingeleitet wurde? Mhm. Gibt es noch weitere Fragen an die Referenten? Dann könnten wir die zuerst, weil die ja inhaltlicher Art sind, dann können wir die noch behandeln. Ja, ich habe eine Frage an den Klaus Schäler. Gibt es eine Aussage zu Wirkungsunterschieden zwischen dem 6-Minuten-Mittelwert und den erlaubten Spitzenwerten? Direkt nicht. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, ob es da Studien zu gibt. Allerdings in der Theorie und dem Mechanismus von Panagopoulos, dort können wir sehr schön sehen, dass es wirklich auf die Spitzenwerte ankommt, um die Calcium-Ionen-Kanäle zu öffnen. Die Mittelwerte würden gegebenenfalls nicht ausreichen. Also das würde sozusagen dann keinen Effekt machen, sodass also erst diese Spitzenwerte die entscheidende Schlagkraft haben, sozusagen die Zelle in Schwierigkeiten zu bringen. Also das kann ich aufgrund von der Mechanismus von Panagopoulos sicher sagen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen im Moment. Mhm. Gibt es sonst noch weitere Fragen, die sich an die Referenten wenden? Ja, ich hätte noch eine. Ja. Das Hintergrundwissen, also das, was jetzt hier im Webinar gezeigt wird, ist super und ganz wichtig, aber macht es nicht Sinn, sich in der Argumentation auf die Bedenken des Bundesamtes für Strahlenschutz zu berufen, sozusagen mit den eigenen Waffen schlagen? Kann ich antworten? Also es ist richtig, wenn man auf der Seite vom Bundesamt für Strahlenschutz nachschaut, sind höflich versteckt viele Alibi-Warnungen, sodass das Bundesamt für Strahlenschutz in 20 Jahren sagen kann, wir haben doch gewarnt, man soll das Smartphone nicht körpernah benutzen. Wir haben doch gewarnt, WLAN nicht dort aufzustellen, wo Personen sich aufhalten. Das wird indirekt immer wieder geschrieben. Ich finde, das kann man auch taktisch nutzen. Das machen wir ja auch. Das Problem ist, das Bundesamt für Strahlenschutz wendet diese Warnungen aber nicht an. Zum Beispiel haben wir an das Bundesamt geschrieben, bei Homeschooling, bitte warnt doch jetzt breit in Deutschland die Familien vor WLAN. Ihr schreibt doch selber, bitte möglichst verkabelt, bitte nicht WLAN in der Nähe von Personen aufstellen. Das Bundesamt für Strahlenschutz reagiert nicht, im Gegensatz zur russischen Strahlenschutzkommission, die das ja öffentlich der Bevölkerung mitgeteilt hat. Also das sind Alibis im Bundesamt für Strahlenschutz. Aber es ist richtig, vollkommen richtig, das taktisch zu nutzen. Mhm. Weitere Fragen? Ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr direkt zu Inhalten. Also ich habe hier noch eine. Ja? Kann man eine Klage zur Einhaltung des Vorsorgeprinzips bei der EU einreichen? Mhm. Wer möchte dazu? Peter? Soviel ich weiß, ich bin kein Jurist, ist das nicht einklagbar.
Es ist so, dass wir ja gerade viel mit Juristen reden, wo gibt es Klagemöglichkeiten, und die Kompetenzinitiative gerade eine Klage vorbereitet und in der nächsten Woche auch bekannt geben wird, welchen Weg sie zu einer Klagemöglichkeit sieht. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, der Grenzwert ist die Anwendung des Vorsorgeprinzips. Das ist die Argumentation des Bundesamt für Strahlenschutz. Mhm. Weiteres noch? Ja, ich habe eine Frage. Haben Online-Petitionen für 5G-freie Regionen Erfolg? Was kann man sonst tun? Also wir haben im Webinar 4 ja viel erzählt, wie man Kampagnen macht. Eine Petition hat immer nur dann Erfolg, wenn man viele Unterschriften sammelt. Da sind wir jetzt zwar ganz weg vom heutigen Thema, aber ich kann das trotzdem kurz ein bisschen ausführen. Das Entscheidende ist, dass sie vor Ort politisch Gewicht bekommen. Und ob sie das mit einer Petition machen oder mit einer Aktion, mit der sie in die Medien kommen, und mit der sie nochmal eine andere Aktion, mit der sie wieder in die Medien kommen und dann ein Gespräch mit dem Bürgermeister auf die Art kriegen, das ist völlig egal. Aber das Wichtige ist, dass sie eine Gruppe, also eine Bürgerinitiative oder was auch immer haben, Schrägstrich sind, die aktiv ist, über die Medien berichten wollen und auf die Art politisch relevant werden. Können die kurz was anmerken? Ja. Ich finde die Petition eigentlich gut, aber wir haben eine Flut an Petitionen, die eben das nicht erfüllen, was der Matthias gerade gesagt hat, dass sie begleitet sind von aktiven Öffentlichkeits, von einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Und wir plädieren dafür und sind auch gerade in der Überlegung, dass man solche Kampagnen wirklich mit allen Elementen, also das kann dann Online-Petition, Pressearbeit, gleichzeitig auf die Straße gehen, dass man da viel mehr auch zusammenarbeiten muss, die Bürgerinitiativen und Verbände, um eine einheitliche Aktion zu machen. Und dann ist eine Petition ein Bestandteil davon. Zur konkreten Frage für funkfreie Gebiete haben die Petitionen bisher leider keinen Erfolg, obwohl die sehr notwendig werden. Muss man auch überlegen, wie man das besser angeht in Zukunft. Mhm. Ich denke, das war eine klare Auskunft. Gibt es weitere Fragen, die sich da anschließen können? Ja, ich habe hier noch eine, und zwar zu den Empfehlungen des BFS. Da hat eine Teilnehmerin bei der Schulbehörde nachgefragt, warum sie sich nicht an die Empfehlung des BFS, also des Bundesamtes für Strahlenschutz, hält und wer die Verantwortung dafür trägt. Das Bundesamt für Strahlenschutz rät zu Kabelverbindungen. Mhm. Der Klaus. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nichts, was da möglicherweise dahinter steckt. Also es ist das Doppelspiel, dass wir oder auch viele Aktive in Bürgerinitiativen richtigerweise den Rektoren und Lehrer sagen, das Bundesamt für Strahlenschutz rät zu Verkabelung, und dann eben der Rektor oder das oder die Lehrer die Information vom Bundesamt für Strahlenschutz aus der Tasche ziehen, es gibt keine Bedenken gegen WLAN. Also es ist die Doppeltaktik. Die geben gleichzeitig, geben sie Entwarnung, und das erleichtert natürlich dem Rektor oder so, sich für WLAN auszusprechen. Das ist ganz schwierig, diese Doppeltaktik zu durchschauen. Ich habe aber eine Frage an Matthias, wenn ich es vielleicht ganz kurz stellen darf, weil mir das auch mit der horizontalen, vertikalen ja auch jetzt neu ist. Wenn der Bürgermeister sagt, das ist Quatsch, ist es dann richtig, zu ihm auch einfach zu sagen, das, was Sie erzählen, ist Quatsch? Also ist es richtig, so eine Konfrontation aufzubauen? Ich will ihn ja gewinnen. Also wie komme ich dazu? Das fand ich mit dem Grenzwert gut, wo du gesagt hast, wenn er für einen Grenzwert ist, ist er ja auch für Schutz. Ich bin auch für Schutz. Also da hat man eine Gemeinsamkeit hergestellt. Wie, wenn er jetzt sagt, alles ist ungefährlich, und man sagt, er sagt, es ist Quatsch, ich sage auch, es ist Quatsch, dann ist ja eigentlich das Gespräch beendet. Ja, du bist halt ein typischer horizontaler Peter. Du gehst immer davon aus, dass der andere das, was er sagt, auch so meint. Und das ist bei Vertikalen nicht.
beziehungsweise in deren System, die meinen es ganz anders. Ich habe auch die Frage zur gewaltfreien Kommunikation gelesen. Auch das ist für Horizontale. Ja. Wenn ich Beziehungsebene miteinander und freundlich und so, also vertikale Kommunikation heißt nicht unfreundlich, sondern das ist ein anderer Code. Und die reagieren zunächst mal auf Rangbotschaften. Und wenn die Rangbotschaften, also wenn die Ränge geklärt sind, und das heißt nicht unbedingt, der eine ist über dem anderen, sondern es ist einfach nur ausgesprochen, wer welcher Rang hat. Das heißt auch nicht, dass der einen niedrigeren Rang hat, unterliegt, aber es muss ausgesprochen werden. Und darauf warten offensichtlich vertikal Kommunizierende. Und die bewerten und sehen sofort, wenn einer halt vorsichtig in den Raum reinschleicht oder sich irgendwie bückend und daherkommt und die Hand vorsichtig ausstreckt. Das ist für die sofort klar, das ist ein Vertikaler. Und das ist dann, für die ist der dann der Ignorant. Ich muss die Sprache des anderen verstehen. Das ist wie wenn ein Chinese gegenüber sitzt und der quatscht Chinesisch und nicht Deutsch. Und wir sagen, ja, was ist denn das für ein Ignorant, der versteht mich nicht? Und der sagt von mir, was ist denn das für ein Ignorant, der versteht mich nicht? Hilft nicht, solange nicht einer von uns auch die Sprache des anderen spricht und am besten sogar beide Sprachen können, um, wenn es dann ein bisschen hakt, das gegenseitig zu verstehen, komme ich nicht weiter. Und das ist das, was ich aus dem Buch für mich rausgenommen habe. Es ist keine, also horizontal veranlagte Leute verstehen sowas als aggressiv. So wie der Trump vorgegangen ist, auch man kennt vielleicht aus den Videos von einem dieser Wahlkampfauftritte, und nicht Wahlkampf, sondern die Diskussionen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, wo sie irgendwas erzählt hat und er einfach wrong. Dann hat sie weitergezählt, wrong. Hat sie wieder weitererzählt, wrong. Und das wirkt. So als wirkt bei Leuten, die auch vertikal veranlagt sind. Und das ist einfach ein Teil der Bevölkerung. Das muss man so hinnehmen. Meistens sind das eher oft Führungskräfte, die sich halt auf die Art durchgeboxt haben und hochkommen. Aber wenn ich muss das verstehen. Und die Hillary Clinton hat es nicht verstanden. Die hat es über 3 Präsidentschaftsdiskussionen hin nicht verstanden. Und ihr ganzes Team hat es nicht geblickt, was da los ist. Und ist dann halt in die Falle gegangen. Und der konnte machen mit der, was er wollte im Grunde. Ja, der ist hinten rumgelaufen, hat irgendwie Kasperle gemacht. Wir Horizontalen, sage ich jetzt mal vereinnehmend, finden das auch bekloppt, wie der vorgegangen ist. Und finden das unverschämt, wenn der da einfach ins Wort fällt. So wie ich es vorher mit Helmut Kern gemacht habe. Aber ein echter Vertikaler sagt, da ist mal einer, der bietet Paroli. Na, dann nehme ich ihn ernst. Und dann kommt man plötzlich zum Inhalt. Da muss man nur noch irgendwo den Trick finden, wie man eben zum Inhalt kommt. Das Wort Alternative war es offensichtlich. Ich denke, da kommt auch noch was dazu, was du ja auch angesprochen hattest, das ist die nonverbale Kommunikation, die eine ganz große Rolle spielt. Die hast du ja mit den ganzen Gesten und so. Auch wie stehe ich im Raum, wie stehe ich jemand gegenüber. Da kann man sehr deutlich im Grund machen, dass das, was man zu sagen hat, einfach eine wichtige Botschaft ist. Und wir reagieren auf sowas. Menschen reagieren auf die Haltung. Und die Haltung kann von vornherein herausfordernd sein, oder sie können gleich sagen, ja, jetzt wird es schon irgendwie gehen. Siehst du, das erkennst sogar du. und sowas erkennen wir alle. Ja, also wichtig ist jetzt, dass man da nicht anfängt, jetzt vor dem Spiegel zu üben und sich zu verstellen, weil das, dann wird es nicht mehr authentisch. Ja. Wir müssen es nur lesen können. Wir müssen schon, wenn solche Leute, meinetwegen eine Bürgerinitiative trifft sich mit einer Fraktion, was weiß ich, ja, und dann kommt man irgendwie gemeinsam in den Raum rein. Vermutlich werden die nicht schon alle sitzen und die Bürgerinitiative läuft ein als versammelte Mannschaft, sondern irgendwie wird man halt da in diesen Raum zusammenkommen und sich dann irgendwie begrüßen und so. Und da stellen sich ja schon ganz viele Weichen. Wer geht wie auf wen zu? Wer begrüßt wen wie? Wenn dann der von der Bürgerinitiative zum Fraktionsvorsitzenden sagt, ja, ich bin der Herr so und so, die können aber auch Helmut zu mir sagen, dann ist für den klar, ein Horizontaler. Das heißt jetzt nicht, dass er den deswegen zunächst einmal minder bewertet,
Aber solange der Horizontale nicht versteht, oh, ein Vertikaler, das ist der stellt sich als mit seiner Funktion vor, das ist ja auch so, ich bin dies und jenes und ich mache noch das und das und das, dann sind irgendwie ist eine Rangfolge oder ein Rang wird da geklärt oder soll da geklärt werden. Und das müssen wir verstehen und da bei solchen verbalen Auseinandersetzungen natürlich mitmachen. Also wir dürfen uns da nicht anfangen, da zur Seite drängen zu lassen. Ich habe es ja gesagt, das Basic Talk ist für die horizontal Kommunizierenden furchtbar und zerstörerisch, ja, sozusagen, wenn sie nicht dagegenhalten. Und das Dagegenhalten ist keine Aggression. Ich selber bin auch großer Fan der gewaltfreien Kommunikation, aber halt nur mit Leuten, mit denen sowas auch funktioniert. Wenn der andere halt Chinesisch spricht, dann hilft mir mein Deutsch, mein Englisch und Französisch kenntnis ja echt nichts. Ich glaube, das ist jetzt sehr deutlich, oder das war eine gute Antwort auf eine Frage, die ich auch für sehr sinnvoll halte. Gibt es weiteres aus dem Fragenkatalog der Zuschauer? Hier ist zum Beispiel noch eine, wie wäre es mit einer Antwort, wie jetzt mögen Sie vermutlich wissen, wie ich auf diese Aussage reagiere? An wen ist das gerichtet und auf was bezieht sich das? Das ist, glaube ich, so eine Art Beispiel, wie man, also ich denke an dich, Matthias. Ich sehe es jetzt gerade, ja. Jetzt mögen Sie vermutlich wissen, wie ich auf diese Aussage verstehe ich überhaupt nicht. Also ein kurzer SPO-Satz ist das nicht. Also Subjekt, Prädikat, Objekt. Man kann auch, also Helmut, du hast es vorher angesprochen, wenn einer sagt, das ist Quatsch, dann sagt, das ist kein Quatsch. Genau, das ist eine, also in dem Buch von Peter Modler ist, ich glaube, zwei Seiten Formeln sind da abgedruckt, sogenannte Formeln. Das sind Satzbausteine oder eigentlich Sätze, die man so hinknallt. Ich weiß auch von jemand, der bei uns mit Diagnose Funk eng zusammenarbeitet, der sowas in der Firma erlebt hat und in so einem Team war, das so agiert hat und in Besprechungen auf diese Weise mit solchen Plattensätzen quasi den, sagen wir in Anführungszeichen, Gegner platt gemacht hat. Und er hat mir das ausführlich beschrieben. Die hatten eine ganze Sammlung an solchen Sätzen, also wir als Horizontale würden sagen Plattitüden, weil es einfach quasi eine Nullaussage ist. Aber mit der Nullaussage erreiche ich, dass der andere erstmal gestoppt wird. Im Übrigen ist im vertikalen System auch ein Putt ein Erfolg, würden Horizontale niemals sehen. Also jemand, der inhaltlich, dem der Inhalt wichtig ist, der würde niemals sagen, ja, jetzt ist nichts bei rausgekommen, super. Man würde sagen, da haben wir nicht Erfolg gehabt. Und ein vertikal Kommunizierender, für den ist oft ein Putt ein Erfolg. Vielleicht ist auch das der Grund, warum auf hoher politischer Ebene das oft einfach nicht weitergeht, weil keine Seite so weit gekommen ist, dass sie Erfolg hatte. Aber klein beigeben ist ja auch nicht, ist auch nicht im Programm. Also kommt halt nichts bei raus. Hilft natürlich der Bevölkerung nicht und hilft auch Umwelt und egal welchem Thema, hilft es halt nicht. Aber man hat in dem Moment dieses Mächtespiel nicht verloren. Das ist dann in dem Fall das Entscheidende. Wenn man es schon nicht gewinnen kann, dann gibt man es auch nicht verloren. Dann ist halt Pat, Remi. Also da kann man sehr schön das Beispiel auch nachlesen bei der Quelle, die du angegeben hast, bei diesem Video, wo es um die schwarze Rhetorik geht. Da wird es sehr deutlich nochmal dargestellt. Das lohnt sich, dieses Video anzuschauen. Da geht man mit sehr vielen Ideen wieder, kann man weitergehen. Wir nähern uns jetzt unserem Limit. Es sind viele Fragen doch jetzt konnten beantwortet werden, wieder natürlich nicht alle. Deshalb noch einmal der Hinweis auf die zweite Staffel, der vorher schon angesprochen worden ist, deren Basis dann die Fragen der Zuschauer sein werden. Ja, was bleibt jetzt am Ende des heutigen Abends? Es bleibt ein wichtiges, ein kritisches und sachorientiertes Analysieren der Argumente und der Beweggründe als Voraussetzung, um interessengeleitete Aussagen zu erkennen. Faktenwissen
ist noch lang kein Garant dafür, dass die Vermittlung funktioniert, dass diejenigen, die über den Ausbau von neuen Mobilfunkstandards zu entscheiden haben, sich davon überzeugen lassen. Denn nicht allein die besseren Argumente entscheiden, sondern, wie jetzt zum Schluss nochmal sehr deutlich geworden, die Art und Weise der Vermittlung. Nun übergebe ich an unsere technische Moderatorin Kathi Langner. Ja, danke schön. Ich möchte gern einen Ausblick geben dann auf das nächste Webinar und schalte mal kurz noch die Folie dazu ein. Genau, das ist heute in 2 Wochen, am 2. Juli um die gleiche Zeit, 19.30 Uhr, mit dem Thema Insektensterben und Mobilfunk. Gibt es einen Zusammenhang? 2 Wissenschaftler, und das sind diesmal die Referenten Dr. Nils Böhling und Alain Till. 2 Wissenschaftler berichten über den Stand der Forschung zu Insekten und deren Reaktionen auf elektromagnetische Felder. Sie zeigen auf, wie wichtig es ist, dieses Thema breit bekannt zu machen. Diagnose Funk hatte im September 2020 zusammen mit dem Naturschutzbund Baden-Württemberg und Akut Luxemburg, das ist die Aktionsgruppe für Umwelttoxikologie, eine Review-Studie zum Thema veröffentlicht. Und auch im Februar 2021 erschien ein weiterer Review. Diese beiden Reviews sind zu sehen auf der Anmeldeseite, die Sie auf der Folie unten sehen, also www.diagnose-funk.org/17.0. Dort sind Hintergrundinformationen und eben diese beiden Reviews abrufbar. Und dort ist auch der Anmeldelink vorhanden. Dann bleibt mir noch der Dank nochmal an alle, die heute mitgemacht haben. Dr. Scheler, Peter Hensinger, Matthias von Herrmann, das sehr interessierte Publikum mit weiterführenden Fragen, die fand ich einfach sehr sinnvoll. An das Team der technischen Moderatoren, Kathi Langner, Anja Schmidt und Joachim Weise, meinen herzlichen Dank. Und dann wie immer der Hinweis, vielfältige Informationen finden Sie auf der Homepage von Diagnose Funk. Dort kann man auch sehen, wie man Fördermitglied wird. Dort kann man auch sehen, wie man Spenden hier wie man etwas spenden kann. Ich möchte darauf hinweisen, die Webinare sind ja für alle kostenfrei. Diagnose Funk entstehen Kosten für die Lizenzgebühr für Zoom und natürlich für die angestellten Mitarbeiter von Diagnose Funk. Einer war ja heute dabei, Matthias von Herrmann. Und mit einer Spende können Sie dazu beitragen, wenn Sie denn das wollen. Dann gibt es noch den Vereinsstatus bei der Ortsgruppe Mobilfunk Bürgerforum. Den gibt es sozusagen kostenlos. Da arbeiten die Basisgruppen dann für Aufklärung und Information. Noch ein wichtiger Hinweis. Wir werden zur Bundestagswahl eine bundesweite Kampagne starten. Dazu wird es in den nächsten Wochen mehr geben. Dazu wird es auch ein Sonderwebinar unter anderem für die Bürgerinitiativen geben, in dem wir die Kampagnen vorstellen und dann für Fragen zur Verfügung stehen. Jetzt zum Schluss. Deutlich geworden ist heute Abend, wir wissen, wie das Spiel mit der gesundheitlichen Unbedenklichkeit geht, wie es funktioniert. Und wir kennen die Methoden, wie wir spielen auf unsere Weise mit und werden am Ende überzeugen. Einen guten Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Guten Abend.